Hey, hoch auf ein weiteres Red Dead Redemption 2 und dann ist heute für euch am Start. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Es ist mal wieder Dienstag, das heißt für uns Update-Tag. Und ich hoffe wirklich sehr, dass es das letzte kleine Update ist, wo wir nur einen neuen Modus dazu bekommen. Vor 2 Wochen war es das Zielrennen, letzte Woche Up in Smoke und diese Woche der Plunder-Modus. Den gucken wir uns auch gleich auch noch im Detail zusammen ein bisschen näher an. Viel interessanter ist eigentlich, was es neben diesem neuen Plunder-Modus diese Woche gibt. Da gibt es ein paar feine Sachen, wie ich finde. Und natürlich können wir den neuen Modus direkt vom Hauptmenü aus starten. Genauso wie das offene Zielrennen und Gun Rush. Das ist offensichtlich eine eigene Kategorie. Aber ich finde es blöd, dass man die anderen alten Showdown-Serien nicht mehr direkt anwählen kann. Der kann man nur noch beitreten, wenn man in irgendeine Showdown-Serie zufällig reingeht. Und muss dann Glück haben, dass der richtige Modus kommt, der einem Spaß macht. Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich werden dann alle Modis durchgemischt, alle sind dann gut besucht und es kann halt nicht vorkommen, dass ein Modi dann wirklich von keinem gespielt wird und man mehr oder weniger allein in der Lobby ist. Das ist natürlich gut, aber auf der anderen Seite, wenn man schon volles Team hat, dann kann man nicht einfach so den Modus auswählen, der den meisten Leuten Spaß macht. Wie auch immer, kommen wir zurück zum Plunder-Modus. Den finde ich eigentlich ganz nett. Man hat hier zwei Varianten und deswegen ist es auch ein bisschen taktischer. Man kann sowohl die Sachen von der Mitte klauen und in sein Lager bringen, aber die Sachen sind dort nicht gesaved. Das heißt, man kann jederzeit in ein gegnerisches Lager gehen und dort die Sachen klauen. Allerdings wird man dann auch für alle dieses Teams markiert, deutlich markiert und natürlich ploppt dann auch unten eine Nachricht auf, dass jemand eben was aus dem Lager geklaut hat. Und das macht dann das Ganze wieder ein bisschen taktischer. Man kann sich entweder durchschlagen bis ins gegnerische Team, was theoretisch die doppelte Strecke sein könnte. Oder aber man geht wirklich in die Mitte, spielt das ein bisschen safer und hofft halt drauf, dass da genug ist. Denn irgendwann mal ist tatsächlich dieser Vorrat aufgebraucht und man kann nichts mehr aus der Mitte rausholen, muss dann in die gegnerischen Lager gehen, um überhaupt noch Punkte zu machen. Hier finde ich es übrigens ein bisschen blöd. Man ist natürlich gleich schnell, aber wenn dann so Hindernisse im Weg sind, wie zum Beispiel hier der Friedhof, wo man auf der anderen Seite auch nicht mehr wirklich rauskommt, sondern irgendwie komisch über Sachen springen muss, um hier nochmal zum Ausgang zu finden, dann kann man ja die ganzen anderen Leute nicht mehr einholen. Und auch wenn ich es jetzt wieder geschafft habe, mich anzuschleichen, theoretisch, ich habe gar nicht mehr genug Zeit auf der Uhr, um jetzt überhaupt das noch wegzubringen. Klar, wenn man jetzt in einem eingespielten Team ist, dann hat man immer den Vorteil, aber das ist bei jedem Showdown-Modus so. Im Team mit Voice-Chat, dann ist man eigentlich immer besser. Wie auch immer, 5 Kills, eine Lieferung und das Schöne ist, dass wir wirklich hier 0,08 Goldbarren safe bekommen. Also nicht so wie letztes Mal bei Up in Smoke, wo es glaube ich nur die Hälfte war, also richtig frech. Also 0,08 Goldbarren sollten wirklich das minimale Standardmodell sein für Showdown-Modi. So, das war's zu dem Modus. Wie gesagt, finde ich ganz nett, aber nichts, was irgendwas revolutionieren würde. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, so ähnliche Modi waren eigentlich auch schon die letzten zwei, wo man jeweils was aus anderen Lagern oder zumindest was aus der Mitte klauen konnte, um ins eigene Lager zu bringen. Also die ähneln sich schon sehr stark. Die drei neuen obligatorischen Kleidungsstücke, die wir diese Woche haben, sind dieser Hut, dann eine Porterjacke und die ist teilweise auch für Gold nur zu haben. Das finde ich ein bisschen schade, ansonsten sieht die gar nicht mal so schlecht aus. Halt eine angenehme Winterjacke und dann haben wir noch die Hose, die ich sogar relativ schick finde, die Concho-Hose, zumindest die blaue Variante, die sieht ziemlich edel aus, muss man sagen. Und jetzt kommt das Interessante. Also diese Kleidungsstücke, die durchswitchen, ist ja nichts Großes, aber ich glaube, wir sind jetzt am Ende angelangt. Mittlerweile war alles, wo eine begrenzte Anzahl mal da stand oder bald verfügbar, auch tatsächlich schon jetzt im Shop. Und wir sollten die neue Lieferung bald bekommen mit dem nächsten großen Update. Das Interessante ist jetzt, dass zum ersten Mal Level-Reduzierungen stattgefunden haben. Das wird jetzt für eine Woche, wirklich nur für diese eine Woche bis zum 15. Teilweise Sachen kaufen können, obwohl wir gar nicht mehr das entsprechende Level haben. Alle Mäntel, lasst mich kurz gucken, Holster, Stiefel und Handschuhe, die bis zu Rang 40 freigeschaltet wurden, also zum Beispiel auf Rang 40 oder darunter, sind jetzt für alle Level frei verfügbar. Das kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich schon über Level 40 bin. Aber das könnt ihr euch mal merken, falls ihr irgendein geiles Holster wolltet, zum Beispiel ein Zweitholster. Die kann man ja, glaube ich, erst ab Level 20 ungefähr freischalten. Könnt ihr euch jetzt schon gönnen. Aber viel interessanter jetzt ist Araber, Missouri Foxtrotter und Turkmene sind jetzt für Rang 40 schon verfügbar. Ich bin Rang 44, freue mich, weil zum Beispiel hier der weiße Araber zum Beispiel, eines der unumstritten besten Pferde im Spiel, kostet für mich nur noch $850. Ich brauche kein Gold zu bezahlen, um auf Level 66 zu springen, wo das eigentlich erst freigeschaltet wird. Missouri Foxtrotter für mich
persönlich das schnellste und beste Pferd im Spiel, was ich auch in der Kampagne super gern gemocht habe und wo ich auch ein eigenes Video zu gemacht habe, dass es das beste Pferd meiner Meinung nach ist, bekommt man normalerweise erst ab Rang 58 und der Goldene Turkmene, den würde man zum Beispiel erst ab Rang 60 bekommen. Für mich wirklich eine feine Sache, weil ich eben genau zwischen Rang 40 und Rang 60 bin. Falls ihr schon über Rang 60 seid, dann interessiert euch das nicht mehr, aber vielleicht was anderes, und zwar, dass ihr die Broschüren für, auch hier muss ich kurz mal vorlesen, hochexplosives Dynamit, Flintenbrandschrot, explosive Flintengeschosse, Express-Explosivmunition und Dynamitpfeile jetzt schon auf Rang 60 bekommt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, normalerweise konnte man diese Pamphlete und Broschüren erst ab Rang 80 bis Rang 100 freischalten. Heißt, wenn ihr knapp über Rang 60 wart, dann freut ihr euch jetzt. Braucht zwar ein bisschen Kohle, klar, aber ihr müsst jetzt nicht mal 20 Ränge farmen, damit ihr euch die Sachen kaufen könnt. Aber vergesst nicht, es ist wirklich nur diese Woche verfügbar. Ihr solltet also, falls ihr diese Rahmenbedingungen erfüllt, entweder Rang 40 seid, solltet ihr euch ein Pferd kaufen. Wenn ihr Rang 60 seid, dann solltet ihr euch ein paar Broschüren vielleicht zulegen. Wenn ihr über Rang 100 seid, dann ist euch das alles eh wurscht. Aber es gibt, glaube ich, viele so wie mich, die jetzt irgendwann mal in der Mitte aufgehört haben, so zwischen Rang 40 und 60, und die jetzt einfach keinen Bock mehr haben aufzuleveln, aber die vielleicht noch ein bisschen Cash in der Tasche haben, und da lohnt sich das, glaube ich. Außerdem ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, diese Woche wieder ein bisschen reinzustarten, weil, wie gesagt, theoretisch nächste Woche könnte schon das Frühlingsupdate auf uns warten. Bin ich gespannt, ich hoffe ihr auch. Und das war es auch schon wieder von meiner Seite. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao.